Und dann fangen wir doch jetzt den neuen Tag an. Nimm dein Pferd nicht. Für den nächsten Wettkampf. Es ist zu erschöpft. Was ist mit den anderen Pferden? Warum sind die nicht zu erschöpft? Wohin reiten die gleichen Turniere? High Peak im Schnee. Sehr schön. Okay. Reiten wir doch mal in Braun. Sehr schön. Bestätigen. Ja. Eclair, Messino und Reglis. Ich will natürlich Messino nehmen. Hier kommt eine ernstzunehmende Konkurrentin, die eine großartige Saison hinter sich hat. Eine großartige Saison. Ich habe vielleicht ein Turnier geritten. Bin ein Turnier geritten. Das zweite war nur ein Schauturnier. Na egal. Einfach hervorragend. Das mache ich hier. Einfach. Ja, der erste Sprung. Hervorragend. Hervorragend. Oh je. Ja. Ja, die Parcours werden relativ schnell sehr viel schwerer. Ein sehr guter Ritt. Ja, sehr gut. Deswegen reite ich auch relativ langsam. Einfach hervorragend. Vor allem, weil es im Schnee eine sehr schwer Lässigkeit zu sehen ist, ah, das war gut, wo die Pfeile entlang gehen. Dieses beeindruckende Pferd ist die Entdeckung der Saison. Werden die Pfeile auch genau hinter dem Sprung nach rechts und nach links abgehen. Ein sehr erfolgversprechendes Paar. Und da muss man aufpassen, welche Richtung die gehen, weil ich weiß, erst wenn ich hier durchgeritten bin, schade, bin ich bestimmt doch für mehrmals. Die Zeitüberschreitung gibt es weitere Strafpunkte. Bin ich bestimmt mehrmals in andere Richtungen geritten. In die falsche Richtung. Und merkt doch, dass ich mich etwas mehr angestrengt habe. Vor allem, weil ich die ganze Zeit gebrochen gesprochen habe. Und Garance ist dieses Mal etwas besser als wir. Lucy Desrochers ist bereit, ihre Saison mit einem weiteren Erfolg zu krönen. Sonst hat sie immer Strafpunkte. 10 davon. Das Pferd zeigt eine wahre Meisterleistung. Während wir 5 hatten. Es springt sehr gut. Und man hat auch gesehen, dass irgendwie jetzt versuchen sie, das Pferd springt mit großer Leichtigkeit, etwas mehr auf die Geschichte einzugehen, dass alle so schlecht sind, weil alle waren sehr viel weiter hinter uns. Garance hatte 0 Punkte, ich hatte 5 und der nächste, glaube ich, hatte 40. Also, das ist fantastisch. Versuchen sie jetzt die Geschichte auszubauen, dass der Hof doch nicht ganz so gut ist, wie alle glauben. Eine perfekte Einheit. Weil beim ersten Turnier waren sie eigentlich ganz gut. Ich meine, wir haben die ersten 4 Plätze belegt. Kann man nicht meckern. Ein außergewöhnliches Pferd. Außergewöhnliches Pferd. Guter Sprung. Wow, er nervt mich jetzt schon. Ich erwarte immer irgendwie hinter diesen Kurven einen Sprung, weil irgendwo gibt es ein Parcours, wo hinter so einer Ecke, wo so Steine sind, genau ein Sprung ist. Und in den renne ich jedes Mal rein. Ja. Ja, das ist mit dem Schnee auch hier sehr schwer zu sehen, wo es lang geht. Vor allem, wenn der Pfad dann mal abbricht. Okay, das war etwas zu früh. Das wird jetzt langsam gefährlich. Was ich sagen wollte, ist, dass wenn der Pfad manchmal abbricht, sieht man im Gras noch ungefähr, wo es lang geht. Ein sehr erfolgversprechendes Pfad. Weil dann außenrum alles grün ist, während der Pfad noch braun ist. Aber hier im Schnee sieht man den Unterschied nicht. Das macht es auch sehr viel schwerer. Mit den Kurven. Unverschämte Lässigkeit, vielen Dank.
So viel zu Sprüngen in den Kurven. Großartig. Also wenn man den Sprung sieht und man weiß, Pferd und Reiterin sind sehr schnell, wo er ist, ist es okay, etwas schneller zu werden. Muss ich Schritt gehen? Ich muss Schritt gehen. Dang it, Massino. Warum muss ich Schritt gehen? Dann ist es schon okay, etwas schneller eine zu werden. Unverschämte Lässigkeit. Ich weiß nicht, wovon dieser Typ redet. Ich bin gerade überhaupt nicht lässig. Etwas angespannt. Okay, wir haben noch 5 Sprünge und 50 Sekunden. Also mal sehen, Massino, ob wir das schaffen. Was für ein Pferd. Und genau wegen diesem Parcours ist es auch wichtig, Pferd und sein zweites Pferd gut zu trainieren. Weil er hier... Das ist fantastisch. Okay, dem bin ich fast reingerannt. weil es hier sehr wichtig ist, dass das Pferd gut durchhält. Nämlich ein untrainiertes Pferd wird hier sehr schlecht durchhalten. Oh, und ich habe noch gewonnen. ja, ich glaube, unsere Kameraden sind hier gar nicht drauf. Ich weiß, G, zweiter Platz G ist Garance. Aber ich sehe hier kein C für Christobald. Und ich glaube, A könnte Akiko sein. Und M vielleicht Mathieu. Ich weiß nicht, ob er mitrettet. Ah, ich kriege ein neues Pferd. Mal sehen. Ich nehme dieses Pferd. Es sieht schön aus. Mal sehen. Was werde ich dich denn nennen? Ich muss denken. Ich nehme die Namen meiner Pferde sehr ernst. Aha, du wirst eine Stute. Epona. Und immer Enter drücken. Wenn der Name angenommen wurde, sieht man das, indem die Leiste nicht mehr angewählt ist. Also, werden wir doch mal mit unseren Kameraden reden. Garance, ich war schon wieder besser als du. Mathieu! Hi, bist du mitgeritten? Was ist dann dein Nachname? Ups. Du bist nett, ich habe irgendwas im Hals stecken? Nein, Mathieu, danke. Gratulation zu deinem letzten Wettkampf, Lucy. Wir sind auf einem guten Weg. Vergiss aber nicht, die Pferde zu pflegen. Du hast den ganzen Satz ausgesprochen. Sehr schön. Akiko. Was für eine Meisterschaft, Lucy. Ich glaube, das Glück hat sich gewendet. Wir jetzt schon 2 ganz oben aus der Stadt an. Ich glaube, das kann aber den ganzen Stall nicht halten. Christobald. Lucy, ich möchte dir nochmal zu deinem letzten Erfolg gratulieren. Vielen Dank. Ich weiß, ich bin toll. Und du? Keine schlechte Vorstellung. Vielleicht gewinnen wir den Wettkampf nach dieser Leistung sogar. Ach, vielen Dank. Wurde es, glaube ich, auch noch nicht, wenn ihr, zum Beispiel du warst nicht mal den ersten 8, Christobald. Du bist so schlecht. So schlecht. Ich glaube leider nicht, dass wir den Wettkampf gewinnen können, wenn nur 2 auf dem 1. und 2. Platz stehen, während die anderen irgendwo unten sind. Nee, Mathieu war, glaube ich, 4. Wenn das wirklich er war. Weiß nicht. Ich nehme mal an, dass M Mathieu ist. Das ist immerhin Teil des Teams. Also, dann haben wir 1., 2., 4. Ich glaube, Akiko war 6. 1, 2, 4, 6 und dann irgendwas hinter 8.
Christobal, du bist schlecht. Wir sollten dich rauswerfen. Ich werde den Bett jetzt duschen, weil ich nämlich nicht mehr reiten werde. Sonst würde ich ihn nach dem Reiten duschen, aber er braucht es nicht. Braucht nicht geritten zu werden. Streicheln. Klopf, klopf, klopf. Wenn diese Hand zum Streicheln wirklich Lucys Hand ist, dann glaube ich, breche ich ihr jedes Mal das Handgelenk ab, wenn ich meine Pferde streichle. Wer ist gerade drin? Gut. Und dann lasse ich ihn doch gleich mal raus. Immerhin wird er nicht mehr retten. Außer vielleicht auf den Nieren. Mampf. Okay. Tschüssi, Berdi. Und dann gehen wir doch gleich mal rüber zu Massino. Sein Training ist jetzt auch wieder hochgekommen, der Balken ist auch wieder hochgegangen, weil wir ihn ja im Turnier geritten haben. Und dauert immer so lange. Ein bisschen streicheln. Weil ein sehr gutes Pferd war. Wir haben dank ihm gewonnen. Ich weiß, ich habe dieses Turnier. Ich bin dieses Turnier. Ach, ich weiß gar nicht, wieso ich die ganze Zeit habe, sage. Wie ich schon vorher mal erwähnt habe, mein Deutsch ist irgendwie nicht mehr ganz so gut. Es ist aber, weil ich nicht mehr in Deutschland lebe, wie man auf meinem YouTube-Account sehen kann, sondern ich lebe jetzt schon seit 8 Jahren in der USA. Und ich spreche Deutsch eigentlich nur noch zu Hause. Und irgendwie spreche ich zu Hause Denglisch, so nennen wir das, weil wir irgendwie als Familie alle Deutsch sprechen und dann englische Wörter reinschmeißen, wenn wir das deutsche Wort nicht mehr wissen. Und deswegen rede ich hier oft bei diesem Let's Play sehr viel um den Brei herum, weil mir das deutsche Wort nicht einfällt. Es passiert leider etwas zu oft. Naja. Ich habe jetzt total den Faden verloren. Wie bin ich denn echt darauf gekommen? Keine Ahnung. Ja, okay, egal. Vielleicht fällt es mir irgendwann wieder ein. Im nächsten Video machen wir dann mit Massinos Training weiter.